Eine ganz gewöhnliche Flüchtlingsfamilie aus Bosnien in Dortmund. Oder vielmehr nur ihre männliche Hälfte. Ivo Čorić, ein bosnischer Kroate, konnte beim Kriegsausbruch mit seinem Sohn über Kroatien nach Deutschland fliehen. Seine Frau dagegen, eine Serbin, musste mit ihrer Tochter in die andere Richtung, nach Serbien. Seit über 3 Jahren haben sie sich nicht gesehen. Für die beiden in Deutschland lebenden Čorić haben wir den Rest der Familie in Belgrad besucht. Ihren Weihnachtswunsch, die Familie in Dortmund zu vereinen, können wir Ihnen zumindest per Bildschirm in unserem Studio erfüllen. Hier ist die kleine Ivana Čorić. Inzwischen ist sie 15 und sie ist freiwillige Helferin im Belgrader Zoo geworden. Mit dem Tigerbaby Prinz präsentiert sie sich ihrem Bruder und ihrem Vater fröhlich und gelassen. Doch ihre Nachricht für die beiden, die klingt wesentlich ernsthafter. Ich bin sehr traurig, aber einen Trost habe ich hier im Belgrader Zoo gefunden. Ich betreue das 4 Monate alte Tigerbaby. Irgendwie ist es mir ein kleiner Ersatz für meinen Bruder und Papa geworden. Am liebsten würde ich aber morgen nach Deutschland fahren, um sie zu sehen. Ivanas Vater ist sichtlich beeindruckt. Ich freue mich sehr, meine Tochter und meine Frau von der Filmkassette gesehen zu haben. Meine Frau wirkt sehr besorgt. Aber wie die Kleine mit dem Tigerchen spielt und sich freut, damit bin ich sehr zufrieden. Nevenka Čorić hat ihr Auskommen als Verkäuferin auf dem Belgrader Flohmarkt. Kein Honigschlecken, aber sie muss überleben. In ihrer Freizeit unternimmt sie unzählige Versuche, ein Besuchervisum von der deutschen Botschaft zu bekommen. Bisher ohne Aussicht auf Erfolg. Entweder fehlten ihr die Unterlagen oder die Garantie ihres Mannes, der bis vor kurzem ohne Arbeit war. Nach diesem Bescheid der deutschen Behörden wird uns keine Chance eingeräumt, den Rest der Familie zu besuchen. Von einer Familienzusammenführung dort ganz zu schweigen. Auf der anderen Seite dürfen Vater und Sohn mit ihren Flüchtlingspapieren die Bundesrepublik nicht verlassen. Inzwischen haben sie zwar eine feste Arbeit, aber damit sie für den Teil der Familie in Belgrad eine Garantie abgeben können, müssen sie 3 Monate lang arbeiten, bis Ende März. Doch ab dem 1. April plant die Bundesregierung, alle bosnischen Flüchtlinge zurückzuschicken. Eine Rückkehr aber kommt für Ivo Čorić nicht in Frage. Wohin soll ich zurückkehren? Mein Haus in Bosnien ist bereits 3-mal ausgeplündert worden, solange ich noch da war. Später haben sie es gesprengt. Und da wäre noch die leidige Frage der Pässe. Vater und Sohn haben in Deutschland bosnische Pässe beantragt. Mutter und Tochter können das in Belgrad nicht. Auf eine gemeinsame Zukunft in der alten Heimat kann sich die getrennte Familie Čorić kaum freuen. Durch ihre unterschiedliche Nationalität wäre ein Teil der Familie in Bosnien immer unerwünscht.